Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Genau, heute habe ich mal wieder einen Shein-Haul für euch. Die Sachen, die ich euch diesmal zeige, habe ich mir schon vor Ewigkeiten bestellt und ich habe die auch schon super lange. Und ich wollte sie eigentlich erst nicht in einem Haul zeigen, aber jetzt habe ich mich umentschieden, weil es halt nicht so normal Klamotten sind wie immer, sondern was ganz Besonderes, nämlich ich habe nur Sportklamotten bei Shein gekauft und habe die jetzt auch schon so ein bisschen ausprobiert. Genau, und ich wollte einfach so ein paar farbenfrohe Sets haben. So ein paar neue, hübschere Sachen als sonst, weil ich ja jetzt auch beim Zumba bin, schon seit einer ganzen Weile. Da möchte ich einfach nicht meine grauen, schlapper T-Shirts anziehen. Genau. Ich würde sagen, ich zeige euch wieder alles und blende das hier angezogen an mir ein. Wenn euch die Inhalte gefallen, gebt auf jeden Fall schon einen Daumen nach oben. Und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und genau. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok und dann würde ich sagen, es geht los. Ich habe mir nicht nur Sets, sondern auch Oberteile bestellt, also so einzelne Oberteile, weil die Sets bestehen ja meistens aus Leggings und Sport-BH und dann halt bauchfrei. Ich möchte aber jetzt mit meinem Körper, wie er jetzt ist, also ich habe schon eine ganze Menge abgenommen, aber ich bin noch dabei und ich möchte jetzt unbedingt noch nicht so, wie ich jetzt aussehe, schon bauchfrei beim Sport rumlaufen, so. Möchte ich irgendwie nicht. Das erste wäre das hier. Von vorne ganz normal, ein bisschen hochgeschlossen, schwarz. Und von hinten hat so eine kleine Rückenöffnung. Hat so ein paar Dreiecke drauf. Ja, fand ich ganz hübsch und lässt sich auch angenehm tragen. Genau, noch ein Oberteil, diesmal in Olivgrün. Der Stoff ist wirklich richtig, richtig glatt und fein und super kühlend. Also wirklich perfekt als Sportklamotten. Ja, ist auch wieder wirklich ein locker sitzendes Shirt, hinten ein bisschen Rückenöffnung, wo man vielleicht den Sport-BH noch ein bisschen durchsieht. Finde ich auch ganz hübsch und ist auch mega bequem. Dann das erste Set in der Runde. Einmal komplett in Grau. Ich trage eigentlich nicht wirklich Grau, aber das hat mir schon sehr gut gefallen. Gerade mit der Hose und dem Sport-BH hinten so überkreuzen, dass dann halt noch so eine lange Jacke dazu war, wo man halt auch seine Daumen rausmachen kann. Genau, aber das ist sehr eng anliegend. Und wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, früh joggen geht und das ist noch nicht so warm oder genau, dann macht sich das eigentlich richtig gut und mit der Jacke, ja, finde ich einfach spitze. Ich glaube, aktiv zum Sport hatte ich das noch nicht an. Ist mir persönlich sogar auch noch so ein bisschen zu eng. Übrigens, ich habe alles in der M bestellt, also 38 bei mir. Ja, weil es halt wirklich sehr, sehr eng anliegend ist. Aber da ich ja eh noch ein paar Kilo vor mir habe, werde ich da auch sicherlich bald richtig gut reinpassen. Die Jacke, weiß nicht, ich würde sie, glaube ich, nicht bis ganz oben schließen, weil da so ein Stoffding ist, wo man... Girls! Katzen, ne? Weil da oben so ein Stoffding ist, wo man den Reißverschluss irgendwie reinmachen kann, weil sonst geht er nicht komplett zu, der Reißverschluss. Das finde ich irgendwie doof. Und dass es dann halt auch so hoch steht. Aber naja, beim Joggen, wenn es kalt ist, ist halt der Hals dann auch gut geschützt. Da braucht man sich kein Tuch ummachen oder so. Von daher ist es eigentlich auch ganz okay. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Noch ein Oberteil. Ist rosa, durchsichtig und sehr, sehr locker. Es hat einen großen Rückenausschnitt und ich liebe es total. Es ist total schön. Eigentlich verdeckt man damit nichts, sag ich mal, weil es ja transparent ist teilweise. Es ist eigentlich einfach nur, damit man sich fühlt, dass man einen Stoff halt drüber hat, ein bisschen über den Sport-BH und nicht komplett nackig rumläuft. Das T-Shirt hier. Ich finde den Schnitt total cool. Das ist groß und breit geschnitten und eher gerade. Hat diesen Kordelzug hier vorne dran und steht hier so ein bisschen ab und dann dieser Mesh-Einsatz. Ich finde es echt cool und es sieht einfach echt stylisch aus. Und das ist ein Sportset in der Farbe Watermelon. Passt auch ganz gut, finde ich. Was ich so schon beim Zumba anhatte und auch beim Sport zu Hause. Mega bequem, wirklich. Der Sport-BH hat auch Cups in drin, also genau, den kann man ohne Bedenken einfach so anziehen, ohne BH drunter. Und der stabilisiert auch ganz gut. Ich zum Beispiel, ich muss beim Sport, auch wenn ich nur so ein kleines Homeworkout mache, ich muss immer einen Sport-BH tragen, weil sonst schmerzt es sehr, sehr doll. Von daher stabilisiert er wirklich echt gut. Und die Hose macht so einen nice Ass. Ja, auf jeden Fall eins meiner Lieblingssets. Dieses T-Shirt ist Neon Pink. Ich muss das haben, weil ich stehe einfach auf knallige Farben, gerade bei Sportsachen. Habe ich auch in der M gekauft. Tatsächlich ist mir das ein bisschen zu eng noch. Also da das ja auch nur so halblang ist am Bauch, quillt mein Bauch so ein bisschen noch da raus. Deswegen habe ich es auch noch nicht angezogen, aber werde es anziehen definitiv, wenn ich gut reinpasse und es nicht mehr stört.
Genau, von daher kann ich noch nicht so viel sagen, aber auf jeden Fall, wenn ich reinpassen würde, wäre es sehr bequem. Ist auch so ein bisschen gerippt, Rippstoff ähnlich. Und ja, der Stoff fühlt sich auch mega gut an. Dann haben wir hier noch ein Set, diesmal ein kurzes mit einer kurzen Hose. Die Farbe ist auch mega schön, so ein dunkles Waldgrün, hat mir total gefallen. Mir gefällt auch, wie das hinten am Rücken so ein bisschen gekreuzt ist und wie es auch an den Seiten Taschen hat. Also ich würde zwar, wenn ich Sport mache, mein Smartphone nicht in meine Hosentasche stecken. Würde total behindern beim Sport, aber wenn man so einen kleinen MP3-Player hat oder so, dann kann man den sich da toll reinstecken. So, ihr kennt mich, natürlich musste auch was Gelbes mit. Ja, auch wieder mit kurzer Hose. Ich glaube, das hatte ich noch nicht beim Sport an. Bin ich mir gerade nicht so sicher, aber ich habe es auf jeden Fall anprobiert und ich glaube, das stützt auch ganz gut oben. Ja, auch wieder sehr bequem, habe ich nichts dran auszusetzen. So, dieses Set hatte ich, glaube ich, am längsten auf meiner Liste. Und meistens das, was ich am längsten auf meiner Liste habe, das gefällt mir dann am Ende gar nicht so. Also ich finde es schon schön, aber ich weiß nicht, im Vergleich zu der Hose ist das Oberteil irgendwie zu groß. Und deswegen, ja, also es gibt mir halt überhaupt keinen Halt. Da müsste ich wirklich schon einen richtigen Sport-BH noch drunter ziehen. Sieht natürlich echt schön aus, gut gemacht, aber ich habe das Gefühl, ich bräuchte irgendwie das Oberteil eine Nummer kleiner, weil das im Vergleich zu der Hose viel zu groß ist. Weiß ich auch noch nicht genau, ob ich das behalte. Und das letzte Set in der Runde, eins in dunkelblau, royalblau. Ist es royalblau? Meeresblau, Aquablu, keine Ahnung. Und ja, ich habe irgendwie beim Kauf gar nicht gecheckt, dass es irgendwie aussieht, wahrscheinlich so ähnlich wie diese TikTok-Hosen sind, wie diese TikTok-Leggings. Ja, ist aber auf jeden Fall auch sehr bequem. Und ja, da müsste man auch, also das hat auch keine Cups innen drin. Deswegen sollte man da auch schon einen Sport-BH noch drunter ziehen, weil es halt auch wieder eher ein Top ist als ein Sport-BH. Hat auch zwei Taschen an den Seiten und ist auch sehr bequem, muss ich sagen. So, das war's mit meinem Sport-Sachen-Shein-Haul für euch. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Kommentiert gerne, welches Set euch am besten gefallen hat und ob ihr auch schon mal Sportsachen bei Shein gekauft habt. Ob ihr überhaupt schon mal was bei Shein gekauft habt. Und genau, dann abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Folgt mir auf Instagram und auf TikTok. Und dann hoffe ich, sehen wir uns nächste Woche beim nächsten Video. Bye!